Weißt du, was ich meine nachher? Na, wo sollst du denn so schnell noch hingehen? Noch schnell in den Supermarkt was einkaufen, bevor sich hier der Nazi-Aufmarsch widerlich durch die Straßen grölt? Oder bist du auf dem Weg in die Apotheke, schnell noch ein paar Ohrstöpsel kaufen? Oder schon auf dem Weg zur Tankstelle, den Kanister nachfüllen? Öl und Benzin zu Hause zu haben, ist ja nie verkehrt. Ach so, du wusstest jetzt gar nichts von dem NPD-Aufmarsch hier vor deiner Tür, ja? Ist auch nicht so schlimm, dann stell doch wenigstens noch schnell deinen Sperrmüll raus. Die antifaschistischen Gegendemonstranten und Gegendemonstrantinnen wissen sicher, was damit anzufangen. Ja, einige von denen sind kräftig. Die werfen so einen defekten Kühlschrank aus dem Stand 20 Meter weit direkt in die Frontscheibe des Nazi-Lautsprecherwagens. Was sagst du, Kühlschränke sind kein Sperr, sondern Sondermüll? Menschen machen, Menschen machen, Menschen kaputt. 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 China im Jahr 2007. 470 vollstreckte Todesurteile. Das sind deutlich weniger als im Jahr zuvor. Dann ist ja alles gut. Ein Prosit auf die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit. Lasst euch bloß nicht reinquatschen. Shake hands. Die Olympischen Spiele schweigen vor sich hin. Wo sind sie denn geblieben? Die Black Power Fäuste zum Beispiel. Vom Siegerpodest der 68er Spiele. Tommy Smith und John Carlos. Warum sind es nicht mehr geworden bis heute? Warum ist es nicht lauter geworden seitdem? Die Todesstrafe gibt es in über 60 Ländern weltweit. Nicht nur in China. Free Mumia. Free Tibet, Free Willy. Irgendwas geht ja doch durcheinander und wie zynisch bin ich eigentlich? Menschen machen, Menschen machen, Menschen kaputt. 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 Afghanistan, Iran, Irak, Israel, Palästina. Darüber wissen wir ein paar Dinge. Oder wir glauben zumindest, dass wir darüber einiges wissen. Aber erzählen wir mal was über Zimbabwe, den Kongo, den Sudan, den Tschad, Ruanda, Nigeria. Wissen wir überhaupt, wo das liegt? Dort sterben die Menschen auch. Und vor allem seit Jahrzehnten täglich. An Hunger, an unterlassener Hilfeleistung, an kriegerischen Auseinandersetzungen, an AIDS und an Unterversorgung. 850 Millionen Menschen weltweit unterernährt. Das ist der Stand im Jahr 2008 im April. Und ein paar Monate später sind es offiziell sogar 900 Millionen. 900 Millionen Menschen? Wer kann sich das noch vorstellen? Ich jedenfalls nicht. 900 Millionen, ey, genauso viele Autos gibt es auf diesem Planeten. Aber wie bescheuert und hilflos ist das nun wieder, diese Zahlen zu vergleichen, um sich irgendetwas vorstellen zu wollen. Verdammt, hab ich hier den Arsch im Trockenen. Aber eins weiß ich sicher, niemand müsste hungern oder sterben. Menschen machen, Menschen machen, Menschen kaputt. 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 Menschen machen, Menschen kaputt. Das ist eine Suppe. Soll ich Suppe machen oder das mit Wurst machen?